Weil Arasuyoto. Hey! Bitte nicht die alte Leier schon wieder. Was ist dein Problem? Was mein Problem ist? Oh, dieses Wort, dieser Satz hat sich komplett in mein Gehirn eingebrannt. Mach doch mal was Neues. Hör zu. Du hast das jetzt 8 Wochen durchgehalten. Du musst nur noch 2-mal ertragen. Ist das so viel verlangt? Ja. Weil aber so YouTube gerade in die Video-Winterpause geht, könntest du bitte nicht mehr aus anderen. Nein. Weil, also bitte, geh raus. Na gut. Weil Arasuyoto gerade in die Video-Winterpause geht, gibt es einen Top 10. Heute mit Platz 2. Tripsdrill. Klassenausflug nach Tripsdrill. Ey, das ist ja cool, dass das auf Platz 2 geschafft hat. Das finde ich richtig cool. Und es ist von Mal zu Mal, wie gesagt, ist von Mal zu Mal spannender. Ich weiß ja, was auf den ersten Platz kommt, aber das will ich ja nicht verraten. Da müsst ihr euch noch eine Woche gedulden. Boah, aber es war auf jeden Fall mega heiß an dem Tag. Oh, das war noch, das waren über 30 Grad oder was. Und von hinten, da sind ja kaum Bäume, ne? Also das war echt hart. Aber da entstand in dieser Eheanbahnung eine der besten Sprüche, nämlich. Oh, eine Mathelehrerin. Ja, aber es gab dann noch nämlich einen ganz anderen lustigen Spruch. Ihr kennt wahrscheinlich, da ist ja bei diesen Ziegen so ein Automat, ne? Und ja. Ich dachte, Affen sind die fortschrittlichsten Tiere. Jetzt zeige ich euch mal, welchen Spruch ich wirklich gemeint habe. Die 14 Cent Ziege. Mehr brauche ich dazu gar nicht hinzufügen. Ja. War auf jeden Fall schon echt ein mega cooler Tag. Vor allem da immer wieder mit anderen Leuten, verschiedenen Leuten rumzulaufen. Es waren ja anfangs 6 bis 8 Personen gedacht. Und tja, dann hat sich das immer wieder neu verteilt. Ja, und das ist ein. Ich finde auf jeden Fall, ist ein richtig cooles Video geworden. Ja, wie könnte ich diesen Tag beschreiben? Es war ein Tag voller verrückter Sachen. Und hin wieder verloren gegangenen Menschen. Aber darauf gehe ich jetzt nicht genau ein. Ja, das war Platz 2. Nächste Woche. Jetzt bin ich wirklich gespannt, was auf Platz 1. Vor allem ihr solltet eigentlich gespannt sein. Und da würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.